Du möchtest dein Auto verkaufen, möglichst viel dafür bekommen, schon mal über eine Fahrzeugversteigerung bei Race2Go nachgedacht. Wir holen 11-26% mehr für dich raus durch unsere Versteigerung an europaweite Autohändler. Wenn dich das interessiert, nimm Kontakt mit uns auf der Homepage, über Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, auf allen Social Media Plattformen. Mein Name ist Tom von Race2Go und ich freue mich auf deinen Anruf, um dein Auto gewinnbringend zu versteigern. Heute in dem Video geht es allgemein darum, wie man einen Supersportwagen prüft. Wenn dich das interessiert, bleib auf dem Kanal, abonniere, benutz die Glocke und schau dir alle möglichen Videos an, die rund um Fahrzeuge hier eingestellt werden. Heute haben wir einen schönen Protagonisten, einen Aston Martin Vantage V8 N430 Sondermodell in der James Bond Farbe. Und anhand dieses Fahrzeugs erkläre ich euch mal, wie man vorgehen sollte, um so ein Fahrzeug wirklich sicher zu kaufen. Könnt ihr über uns machen, wir kümmern uns um alles, oder ihr zieht selber los, aber dann bitte beachtet die folgenden Punkte, die in diesem Video kommen. Egal was du dir vorstellst, hör auf, das Auto anzuschauen. Das heißt, vereinbart nicht vorschnell Probefahrten, sondern prüft als allererstes die Dokumente, und zwar von zu Hause. Fahrt nicht zum Auto, verliebt euch ins Design, verliebt euch in die Farbe, in den Geruch des Leders. Fangt bitte immer mit den Unterlagen an. Das heißt, ruft den Vorbesitzer an, checkt die Vorbesitzerlage, checkt, ob das ein Vorführwagen war, checkt, ob das ein Mietwagen war, weil das sind Fahrzeuge mit erhöhtem Verschleiß. Ihr kennt selber Fahrzeuge, die als Probefahrtautos genutzt werden. Ist er kalt, gib ihm 4,5, gilt heute immer noch. Bei Elektroautos wird es besser, aber ihr wisst einfach, da steigen zu viele Menschen außen ein. Das könnt ihr von zu Hause klären, ihr spart euch unendlich viel Zeit. Tipp Nummer 1. Bei den Unterlagen lasst euch die schicken. Die Händler oder Privatpersonen sagen immer, ah, mir ist das total unrecht wegen der Fahrgestellnummer und so weiter. Dann fragt die restlichen Fragen durch. Dann werdet ihr am Ende des Gesprächs nochmal bitte auf die Unterlagen zurückgreifen und sagen, bitte schick mir doch per WhatsApp oder E-Mail die Unterlagen. Das heißt, Brief, Anzahl der Vorbesitzer anschauen, Serviceheft, sind die wirklich Service gepflegt, die Fahrzeuge nach Herstellervorgabe, geht zu eurem Händler des Vertrauens, der soll drüber gucken, ob das wirklich stimmt von dem Einhalten des Serviceintervalls, und lasst euch sonstige Unterlagen schicken. Wenn das Auto mal einen kleinen Unfall hatte, dann lasst euch auch dort Bestätigung schicken. Sind diese Bestätigungen in Form von Versicherungsschreiben, Rechnungen nicht vorhanden, ist es ein Unfall ohne Nachweis, Finger weg. Ja? So, das zu den Unterlagen. Wichtig ist, sucht euch jemand, der ein sogenanntes schichtigen Messgerät hat, oder gerade bei einem Supersportwagen, die 80 Euro habt ihr auch noch, kauft euch ein schichtigen Messgerät, so schwierig ist es gar nicht. Und schaut euch an den breitesten Fahrzeugstellen, das wäre jetzt bei diesem Auto hier an dieser Stelle, schaut euch hier den Lack ganz genau an, messt genau an diesen äußersten Punkten und nicht hier an den Kanten, sondern schön auf der Fläche, ob hier entsprechend irgendwie nachlackiert wurde. Ihr bekommt bei Amazon dieses Gerät, oder wir sind ja hier auf YouTube, ich mache da so einen Link rein, dann könnt ihr euch das kaufen, das was wir haben. Das ist wirklich günstig und ihr bekommt einen Eindruck, ob die Werte in Ordnung sind. Stimmt es wie in dem Fall mit eurem Aston Martin Service Berater ab, ob diese Werte original sind oder ob da schon nachlackiert worden ist. Das ist es schon, so könnt ihr prüfen, ob der Lack in Ordnung ist. Wenn schon die Lackierung unterschiedlich aussieht, ja, dann ist natürlich vollkommen klar, dass ist schon was passiert. Also die alten Regeln, Spaltmaße anschauen, nach Farbresten schauen, an den Gummipuffern ganz genau schauen. Das machen wir jetzt auch mal hier an dem Fahrzeug. Na, also ich meine, diese Gummistellen hier, schaut euch diese Stellen genau an. Oftmals sind auch hier noch Türdichtungen. Wenn dort entsprechende Farbkanten und Farbreste sind, dann ist klar, er ist nachlackiert worden. Aber so ein schichtigen Messgerät, glaubt mir, wenn er damit beim Händler vorfahrt und dieses Gerät rausholt, bevor ihr den Motor anmacht, weiß der Händler, dass ihr euch nicht veräppeln lasst und dass ihr ein schönes, sauberes, und damit meine ich von der Historie, gutes Fahrzeug haben möchtet und vor allem unfallfreies. Und wenn es einen Unfall hatte, denkt dran, immer mit Rechnung.
nachdem ihr das Fahrzeug von unten angeschaut habt, beziehungsweise im Stand Räder eingeschlagen habt und wirklich alles genau geprüft habt, guckt eben auch Federn und Stoßdämpfer, Staubschutzmanschetten, guckt euch das alles an. Das gibt auch einen Eindruck über den Zustand vom Fahrzeug. Dann geht es natürlich in die Abteilung Motorraum. Supersportwagen ist ganz einfach. Guckt einfach alles an. Egal, was euch spanisch vorkommt, rabattiert es im Preis. Weil so ein Fahrzeug in diesem Fahrzeug werden, wir reden hier auch beim N430 von locker über 90.000 Euro Marktpreis. Da darf kein Öl austreten, da darf keine Dichtung undicht sein, da darf kein Zettel rumhängen, da darf keine Dichtung irgendwie angerissen sein. Das muss alles picobello sein. So wie dieses Fahrzeug hier, der hat einfach Staub vom Fahren, kommt aus einem gepflegten Vorbesitz, aber ist halt etwas älter, der Vorbesitzer. Der wird hier nicht mehr mit dem Lappen durchgehen. Das wird dann alle paar Jahre mal bei Aston Martin in der Werkstatt gemacht oder beim professionellen Aufbereiter. Ansonsten ist das eine Fahrmaschine gewesen, also authentisches Vorbesitzerbild, der das Fahrzeug verkauft. Lässt sich natürlich auch super prüfen, ob dann eben irgendwelche Ölaustrittsstellen sind. Wenn hier drin alles glänzt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Weil dann hat schon jemand professionelles Hand angelegt, eine professionelle Aufbereitung kann man machen. Ich würde empfehlen, wenn man Autos auch verkauft, lasst sie so, wie sie sind. Ja, wenn der neue Besitzer das wünscht, gerade bei den Supersportwagen, dass hier alles glänzt, okay, dann vereinbart es im Preis, ja, oder kümmert euch selber drum, macht es beim Aufbereiter eures Vertrauens. Ich finde es so viel cooler, so zu prüfen, weil man so genau sieht, hey, was macht der Motor, was machen die Aggregate, wie arbeitet es, treten irgendwo Flüssigkeiten aus, sind irgendwelche Kabel angerissen. Aber wenn hier alles auf Hochglanz im Showroom schon steht, gerade wenn ihr die von privat kauft, ist es ganz selten, dass die wirklich so ultra gepflegt darstellen. Ja? Und achtet wirklich auf alle möglichen Details, also geht mal ganz tief mit der Nase rein. Ihr könnt auch ein Endoskop kaufen bei eBay, das kostet auch irgendwie nur noch 30 Euro, könnt ihr mit eurem Telefon verbinden, kommt da in den letzten Winkel rein. Ihr könnt entsprechende Getriebenummern überprüfen, Motorkennbuchstaben überprüfen, Seriennummer, könnt das alles nochmal in Ruhe, wie in dem Fall mit eurem Aston Martin Partner durchsprechen, ob das alles so auch ab Werk ausgeliefert wurde und somit bekommt dann vollständiges Bild. Und super interessantes Detail bei dem N430, weil hier halt richtig was passiert aus 4,7 Liter Hubraum, ist, dass dem Auto sehr, sehr warm geworden ist und zum Beispiel hier die Kiemen, dass es da den Lack schon weggebrezelt hat. Und das sind dann Punkte, das ist unschön, das muss gemacht werden, aber das könnt ihr halt im Preis verhandeln. Ja? Und schreibt es wirklich auf eine Liste runter, schreibt uns, wenn ihr eine Checkliste braucht, geben wir gerne raus, habe ich überhaupt keinen Stress damit. Sodass ihr eben sicher an euren Supersportwagen kommt. Wenn ihr mit der Technik fertig seid, geht in modernen Fahrzeugen die Innenraumprüfung gerade weiter. Also glaubt bloß nicht, dass ihr ein Auto kauft, nur weil die Technik gut ist, dass ihr das sofort kaufen solltet. In diesen Fahrzeugen, ihr seht es auch hier in dem Baujahr 2005 Aston Martin, ihr habt Knöpfe ohne Ende. Auch wenn das anstrengend ist oder der aktuelle Besitzer euch drängelt, prüft hier jeden Knopf. Wenn hier was kaputt ist, gerade hier in dem Bereich, das ist echt Carbon, die Knöpfe, das ist alles speziell für dieses Fahrzeug gemacht. Wenn hier etwas defekt ist, wird es richtig, richtig teuer. Die Sitzverstellung, Memory-Funktion, Navigation, Audiosystem, Bluetooth-Verbindung, Telefon. Telefoniert mit eurem Schatzi zu Hause. So mache ich das immer. Ich verbinde mein Telefon und rufe zu Hause an und sage, hey, alles in Ordnung, bin gerade am Fahrzeug prüfen. Telefon scheint zu funktionieren. Und wir haben das schon öfters mal gehabt, dass es da Probleme gab. Dann konnten wir es gleich auch beheben. Wir hatten aber auch schon mal Fahrzeuge, die dann wirklich zum Spezialisten mussten und hatten Glück. Aber letztendlich kann auch mal so eine Navi-Einheit komplett kaputt sein und dann sind 2000 Euro schnell mal weg. Ja? Also Tipp von mir, lasst euch bloß nicht irgendwie blenden. Also macht es auch wirklich im Stand, nicht während der Probefahrt. Macht den Motor an, drückt hier alle Knöpfe. Und ein persönlicher Schmankerl-Tipp von mir, schaut bitte hier immer in diese Lamellen, weil die brechen ganz gerne ab. Ja? Also schaut hier wirklich alle Lamellen durch, ob die alle funktionieren.
Ganz ehrlich, je nach Modell und nach Preis kann man das einfach so lassen, wie es ist, weil das jetzt da zu ersetzen, wenn natürlich die Lüftung gar nicht mehr so richtig geht, klar, sollte man es ersetzen, aber das sind schöne Punkte, wo man einfach mit dem Vorbesitzer sagen kann, hey, das ist jetzt aber blöd, da müssen wir was am Preis machen und da wird keiner sagen, ja, nee, da mache ich jetzt am Preis nichts. Also der Preis ist schon cool, dann klar. Genau, also das ist mein Tipp zum Innenraum und weitere Tipps sind Lenkrad und Leder. Ist natürlich blöd, wenn das Leder schon Abnutzungsstellen hat. Haben wir hier welche? Ah ja, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Hier an dieser Kante, ne? Da ist das Leder so ein bisschen abgenutzt, kann aber auch ein Fleck sein. Diese Stellen hier bekommt ihr bei einem sehr guten Aufbereiter bzw. bei einem High-End-Aufbereiter bekommt ihr das wirklich für ein schmales Geld wieder in der Originalfarbe und jetzt kommt es lackiert. Und zwar, Kuhhaut ist wie meine Haut hier weiß, ja, das wird auch alles lackiert. Das heißt, hier wird mit drei Schichten wieder die Farbe aufgetragen und zwar mit einem, schreibt mir in die Kommentare, wie das heißt, das ist so ein Gerät, wo man genau die Farbe messen kann, die dieser Farbton hat, weil es ein Cabrio, da kommt Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung, Umwelteinflüsse. Das heißt, dieses Leder hat einen anderen Farbton als Aston Martin das ausgeliefert hat und dann wird die Farbe speziell gemischt und hier wieder aufgetragen. Der Sitz wird ausgebaut, diese Stelle hier hört sich aufwendig an, aber der Sitz ausbauen ist schneller als hier drin alles abzukleben und dann wird diese Stelle wieder gemacht. Ebenso Lenkrad, wenn jetzt hier von den Eheringen irgendwas verkratzt sein sollte, das kriegt man alles wieder schön lackiert, da wird der Airbag rausgenommen, Lenkrad rausgebaut. Roundabout 250, 350 Euro. Zum Beispiel die Firma Roberto Mercury in Waghäusel macht es, wenn er hier aus dem Süden kommt. Grüße gehen raus an Roberto, danke für deine Arbeit. Immer top, richtig klasse. Genauso Türtafeln, wenn das beledert ist. Das noch ein Tipp an meiner Stelle. Lasst euch nicht so sehr von diesen Kratzern irgendwie vom Auto abbringen. Klar, wenn der Vorbesitzer ein bisschen korpulenter war, dann sind diese Stellen unvermeidlich. Ja? Genau, mein Tipp, alles in Ruhe prüfen. Abschließend natürlich die Probefahrt und dort ist natürlich wichtig, dass ihr auf jeden Fall das Radio auslasst. Jetzt kommt jetzt die Fahne, die will auch was sagen. Nee, dass ihr auf jeden Fall das Radio auslasst. Das habt ihr ja vorher im Stand schon geprüft, ob die Boxen alle funktionieren, ob das Fading funktioniert besser und so weiter. Schaut euch das genau an, nehmt jeden Bodenbelag mit, den ihr kriegen könnt. Das heißt, fragt extra nach. Ich will mal 30 fahren, ich will mal 50 fahren, ich will mal 100 fahren. Ich möchte mal wirklich gerade bei den Fahrzeugen, der ist eingetragen mit 305 km/h, die müsst ihr ja nicht fahren, aber zumindest mal über 200, dass wenn ihr dann bremst, auch die Bremse im Bremszustand dann entsprechend hört und vor allem über Dohlen und Unebenheiten fahren, weil dann hört ihr das Fahrwerk arbeiten. Achtet auf die Lenkradstellung. Das ist was ich persönlich hasse, wenn das Lenkrad nicht gerade steht. Das passiert bei jedem fünften Auto hier in der Werkstatt, dass wir das Lenkrad wieder gerade stellen, weil halt einfach der Bordstein hoch und runter gefahren wird. Mich persönlich stört es, hat auch einen technischen Hintergrund. Die Profis wissen das. Also achtet bitte drauf, bei der Probefahrt wirklich in Ruhe euch Zeit zu lassen, verschiedene Strecken auszuprobieren, verschiedene Modis und nicht nur einmal ums Eck. Das können wirklich nur Profis bewerten mit einer ganz kleinen Probefahrt, ob das Auto in Ordnung ist oder nicht. So, das war's letztendlich schon. Wir brauchen 2,5 bis 3,5 Stunden, um einen Supersportwagen zu prüfen, mindestens. So lange dauert es, bis wir unseren mittlerweile 190-Punkte-Check inklusive schichtigen Messung, Historienprüfung beim Vorbesitzer durchgeführt haben. Vergesst nicht die Zeit in der Vorrecherche, die Recherche mit eurem Servicemeister vom entsprechenden Hersteller. Manche Hersteller machen es ganz leicht und haben das alles schon digitalisiert. BMW zum Beispiel, M-Fahrzeug kann man supergeil online schon prüfen. Könnt ihr auch gerne anrufen, können wir gerne auch die Fahrgestellnummer eures Traum-BMWs prüfen und gucken, was da in der Historie passiert ist. Also, wenn euch das alles viel zu aufwendig ist, ganz klar hier der Hinweis, startet euren Suchauftrag auf www.racego.de und jetzt seid ihr gefragt, haut in die Kommentare, was ist euch schon passiert beim Supersportwagenkauf, beim Sportwagenkauf oder beim allgemeinen Fahrzeugkauf. Haut in die Tasten, was ihr noch ergänzen würdet, was total wichtig ist. Wie gesagt, 190-Punkte-Check können wir gerne rausgeben. Wenn ihr einen Suchauftrag startet, dann seht ihr das alles und eine kleine Teilliste können wir euch gerne zur Verfügung stellen. Ansonsten ist es Profi-Arbeit, von daher wünsche ich euch viel Spaß mit euren Fahrzeugen, viel Spaß bei der Fahrzeugsuche, genießt die Zeit mit eurem neuen Auto und vor allem hoffentlich ist ein sicherer, transparenter Fahrzeugkauf und ihr habt viel Spaß dabei.
freue mich auf eure Kommentare, Bilder, Videos auf Social Media. Verlinkt uns. Habt total viel Spaß mit der Community hier und den vielen Kommentaren unter den anderen Videos. Ciao, Tom von Race2Go. Auf was man achten muss bei der Probefahrt, machen wir jetzt wieder Video hier. Das lässt du genauso drin. Ja, Lenkrad gerade stehen. Ja, ich nehme hier ja auch jeden Hubbel mit, den es gibt, ja, und prüfe genau, ob ich Nebengeräusche höre, ob ich irgendwas im Dachhimmel knarzen höre. Also mache ich auch bei geschlossenem Zustand, dass man eben auch Windgeräusche, ich mache eben mal die Fensterscheibe hoch, dass man eben Windgeräusche auch noch hört, weil offen ist eh Wind, ja, da brauche ich nicht nach Windgeräuschen gucken, aber jetzt im geschlossenen Zustand. Und wie gesagt, die ganzen Funktionsprüfungen, weil der erste Eindruck in einem fremden Auto ist immer ein bisschen schwierig. Ja. So habt ihr dann ein bisschen Ruhe, könnt euch aufs Fahren konzentrieren, macht vorher halt den Funktionscheck. Probiert, der hat jetzt zum Beispiel verschiedene Modis. Ihr habt hier einen Drive-Modus, ihr habt aber auch den Sport-Modus. Wartet es wirklich ab und fahrt die alle durch. Ja. Rückwärtsgang, klar, das ist beim Essen hier ein bisschen komplexer. Prüft es dann alles durch, ob das alles funktioniert, und vor allem konzentriert euch aufs Fahren. Ja, was hört ihr aus dem Getriebe, was hört ihr vom Motor, haben wir irgendwelche tickenden Sachen, irgendwas, was nicht so gut funktioniert, und wie schaltet das Getriebe. Hier haben wir noch eine Wandlerautomatik, die man auch deutlich spürt, also Kopfnicken sein Vater, aber so ist es halt, ne? Das Auto bewegt sich auf einem anderen Niveau und ihr könnt ja auch manuell schalten, dann macht er das nicht so arg. Ja, ansonsten halt wirklich Gehör, Gehör, Gehör und Gefühl. Ne? Also wenn ihr jetzt wie hier über den Dohlen fahrt, wie fährt er da ab, ist schon irgendwie der Dämpfermatsch. Auto hat jetzt hier 19.000 Kilometer, 6 Jahre alt, das sollte schon passen. Ja? Genau, und dann halt klar warm fahren, und wenn ihr warm gefahren seid, könnt ihr auch gerne mal nach dem rückwärtigen Verkehr gucken und dann einfach schon mal ein bisschen mehr Gas geben. Und einfach euch wirklich auf die Motorgeräusche konzentrieren. Wie gesagt, Spaß haben könnt ihr ja dann, wenn ihr ihn gekauft habt. Also wirklich beide Hände ans Lenkrad, das ist nicht euer Auto. Guckt, dass das alles gut läuft und dass er da viele Dohlen mitnimmt, schlechte Fahrbahn. Jetzt haben wir hier eine gute, würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern wirklich schlechte, ruppige, um dann genau alles zu hören. Ja. Rückwärtsgang auf jeden Fall reinmachen, 360 Grad Wendung auf jeden Fall machen in beide Richtungen, dann hört ihr Knacken von entsprechenden Spurstangen oder Gelenken im Fahrwerk. Das ist obligatorisch bei den Supersportwagen schwierig, weil sie sehr große, breite Reifen haben. Da habt ihr immer so Nachbummern, die den Meistertitel haben, sollen drunter schreiben, was genau das auf sich hat. Also da nicht erschrecken. Porsche macht das extrem. Ne? Die sind auch sehr krass im Fahrwerk unterwegs. Ja, also von daher, mir fliegt schon die Spucke aus dem Mund, weil Auto mega geil. Macht total viel Spaß, kommt aus zweiter Hand, immer bei Aston Martin, Checkf gepflegt, lässt sich sehr toll fahren, riecht auch noch wirklich extrem neu, super geil, macht total viel Spaß.